Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Roleplay mit Balui. Hallo, ich bin Balui. Danke für eure Unterstützung. Dieses Projekt macht so viel Spaß, dieses Spiel so intensiv erleben zu dürfen. Ist unglaublich. Ansonsten geht's zack, 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 zack. Aber so erfährt man ganz viel Neues und die Story vor allem. Zum Beispiel die Flüchtlingskrise in WoW. Wir wollten es noch nicht in den Titel schreiben. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich spannend. Und wir würden uns wieder über eine Bewertung freuen und über euer Kommentar. Und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Server. Bis dann. Boah. Der Boden, Balui. Richtig staubig. Ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr. Basti, psst, warum musst du denn so schreien? Oh, ruhig, Mann. Hast du einen Kater vom Saufen? Ach komm, wir rennen. Gut. Ich merke es auch, wenn ich schnell laufe. Balui, du läufst gegen eine Wand. Aber sie war schon kühl. Ich weiß nicht. Pass auf, vielleicht hilft es ja, wenn wir. Guck mal, hier gibt's Wasser zum Trinken. Wasser hilft immer. Ich trinke Wasser, Balui. Warte. Ich zauber mir einfach was her. Was? Was ist das? Hab ich gelernt. Ich habe es vergessen. Was ist das? Ein Mana-Kuchen? Ja, bedien dich. Köstlich, Balui. Ja, ne? Wie machst du das? Magie, würde ich sagen. Oh, das ist unglaublich. Der sieht cool aus. Der ist lecker. Ja, so ist das. Das hilft auch ein bisschen gegen die Kopfschmerzen. Leute, tut mir leid, dass wir in eurem Keller geschlafen haben. Den Fleck in der Ecke, ne? Den Fleck in der Ecke, das war Basti. Los, jetzt gehen wir. Was hast du dem gesagt? Nichts Wichtiges, Basti. Alles gut. Was ist das? Wow. Was ist das? Warum ist das hier auch rein? Was ist passiert? Was ist das? Lass die mal fragen, was das ist. Leute. Ich hab irgendein... Riechst du das? Hey, was soll das? Ich stinke fürchterlich. Was? Wenn die Schlotternächte vorbei sind, werden wir alle die Kürbisse zerschmettern. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Während der Schlotternächte werden von den Waisenhäusern der Menschen Ausflüge für die Waisenkinder organisiert. Hey, da war ich gestern. Ich war bei Waisenhäusern. Die Kinder sollen Allianzdörfern auf dem Land besuchen. Die armen Kleinen würden so gerne einen Warnhelden wie euch sehen. Warum stattet ihr ihnen keinen Besuch ab? Ihr findet die Waisenkinder in Goldhain im Wald von Elwin, in Karanos in Dunmorok und bei der Azurwacht auf der Azurmythos-Insel. Sprecht mit der Aufsicht der Kinder, eine kostümierte Waisenmatrone. Sie wird euch die Kinder vorstellen. Machen wir das? Ja, natürlich helfen wir den Waisenkindern. Ich habe gestern noch gesagt, wenn ich Zeit habe, komme ich bei denen vorbei. Also das ist doch, es war zwar hier das Waisenhaus, aber anscheinend gibt es noch mehr davon. Das wusste ich gar nicht. Frohe Grüße, Magier. Die Schlotternächte sind eine Zeit des Feierns und der Besinnlichkeit, obwohl es scheint, dass viele von uns vergessen haben, warum. In der Tat sind manche Aspekte des Festes wie der Weidenmann über die Zeit verloren gegangen. Bis jetzt, mit der Rückkehr von Gilneas in die Armee der Allianz. Begebt euch vor die Tore von Sturmwind und sprecht mit Celestine Erntedank. Sie wird euch mehr von der Weidenmann-Zeremonie erzählen. Machen wir das auch? Ja, warum denn nicht? Du stinkst im Übrigen. Ich weiß, Balui. Wo müssen wir denn hin? Einmal müssen wir nach Goldhain. Ja, aber und vor die Tore dieser Stadt, oder? Ja, dann lass uns mal vor die Tore dieser Stadt gehen. Okay. Guck mal, der reitet auf einem Pferd hier. Das ist unfair. Warum können wir nicht reiten? Ich muss mir das unbedingt beibringen lassen. Ja, wir müssen da, glaube ich, eine Reitlizenz oder sowas kaufen. Oh, guck mal, da ist ein Kürbis. Was ist passiert? Alter, wie lange haben wir geschlafen, Basti? Wie damals bei uns auf der Insel. Sieh nur, der ist nur ausgehöhlt und hat ein Gesicht drauf. Stimmt.
Aber wo okay. waren wir denn? Wir haben doch nur eine Nacht geschlafen. Hier sind überall diese Stinkbomben. Guck, da ist auch noch ein Kürbis. Ach, der Alkohol. Und Kerzen stehen hier. Das ist schon alles sehr merkwürdig hier. Ja, irgendwie schon. Schau nur, die haben die ganze Stadt dekoriert, Balui. Boah, ich glaube, wir waren länger weg als nur 5 Minuten. Das kann durchaus sein. Mist, wie konnte das passieren? Ich habe keine Ahnung. Oder das ist ein Traum. Guck mal, die haben ja alles umdekoriert. Oh Mann, die waren aber sehr aktiv heute Nacht. An. Wow, der kann fliegen. Wo hat er den her? Oder ist das überhaupt ein Vogel? Ja, oder? Ja, irgendwie sowas. Oh, guck mal hier. Was los? Was bist du denn für einer? Helft! Der kopflose Reiter muss aufgehalten werden. Er hat so viele ermordet und dennoch zieht er weiterhin mit jedem aufsteigenden Mond hinaus auf der Suche nach weiteren Opfern. Ja, aber wir würden gerne helfen. Wie? Unsere Zeit. Was können wir tun? Lass uns erstmal vor die Tore der Stadt gehen, Balui. Okay. Guck mal, hier überall dekoriert mit Kürbissen. Ja, und überall auch diese Stinkbomben. Die finde ich also nicht so toll, ne? Nee, überhaupt nicht. Der hat die weggemacht. Hey, wie? Ja, wie, Kollege? Hey, wie? Das ist seltsam. Hast du das gesehen? Okay. Huch. Komm, ja. Lass uns weiterziehen. Oh, wieder jemand, der so stinkt. Oh, guck mal, hier. Ja, und hier ist ein Panda. Noch einer. Stimmt. Anscheinend einer, der unserem Ruf gefolgt ist. Ja, der ist wahrscheinlich auch von unserer Insel. Kann das sein? Weiß ich nicht. Na, keine Ahnung. Oh, ist das eine Latscherei, Basti. Mir tut schon wieder die Füße weh. Ich meine, ich hätte gesagt eigentlich, dass wir nach Westfall gehen, aber... Naja, ob wir jetzt erst zu der Tante gehen hier vor den Toren und dann nach Goldhain zu den Kindern, also ich weiß nicht. Was ist hier los? Guck mal, Balui, das war doch vorhin auch, als wir angekommen sind. War das doch nicht? Weiß ich nicht, vielleicht war es ein Aufbau. Los? Hier ist ja die richtige Partystimmung hier. Oh meine Güte, was brennt denn da? Basti, hier brennt's! Was ist das? Das kann doch den ganzen Wald anzünden. Was ist das? Oh Gott! Vielleicht kann uns die Frau dazu was sagen. Ich frag's immer, Balui. Was ist hier passiert? Na, ihr seid willkommen zum Fest des Weidenmanns. Während der Feierlichkeiten der Schlotternächte verbrennen wir einen Waldmann, der die Reinigung des Selbst repräsentiert. What? So wie die Wälder seufzen und sich ihre Blätter entledigen, so müssen auch wir uns einer Katharsis unterziehen. Ängste, Sorgen, Bedauern, indem ihr einen Zweig in die Glut werft, könnt ihr euch von allen Bürden befreien, die ihr nicht in den Winter tragen wollt. Bitte nehmt euch ein brennendes Stück Holz vom Feuer. Okay, erstmal gebe ich dir die Aufgabe hier ab. Ja, ich auch. Die Waldmann-Zeremonie ist eine ehrwürdige Tradition. Es ist schön, dass die Allianz sie wieder begeht. Okay. Eine Zeit des Gewinnens. Der Weidenmann, der vor euch steht, symbolisiert das Ich. Die Flammen, die ihn verbrennen, sind reinigendes Feuer. Die Tradition besagt, dass wir unsere Bürden ablegen und sie dem Feuer übergeben. Wir entledigen uns allem, was uns belastet und bereiten uns auf den Winter vor und erlangen Klarheit und Frieden. Nehmt doch an dieser Tradition teil. Nehmt einen Zweig von dem naheliegenden Freudenfeuer und werft ihn nach dem Weidenmann. Okay. Jetzt können wir einfach machen. Wo ist der Zweig? Siehst du den Zweig? Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind. Warte, wo? Irgendwo hier muss es doch ein Zweig Holz? Geben. Guck mal hier, von dem Feuer hier musst du den... Hiervon? Guck mal, es hat funktioniert. Ich hab's reingeschmissen. Ich auch. Juhu! Das ist ja eine witzige Tradition. So was haben wir bei uns auf der Insel nicht gehabt. Nö. Legt eure Lasten ab und lasst euch nicht mehr von ihnen plagen. Jedes Mal, wenn euch eure Lasten zu erdrücken scheinen, denkt an den Weidenmann. Na super, okay. Dankeschön. Oh, ich hab was gekriegt. Was ist das? Oh, was ist das? Wer schreit hier? Was ist los, Balui? Hörst du das nicht?
Ein jeder von euch zahlt den letzten Preis. Es gibt kein Erbarmen. Wer brüllt da so? Oh oh. Oh oh. Was zum... Ich weiß nicht, wo ist der? Was wo ist zum... der Typ? Warum oh tut Gott. Denn keiner was? Wieso hat keiner Angst? Die haben alle... Ich verstehe das vielleicht nicht. Vielleicht war das der Weinmann da. Egal. Balui, rede mal mit dem kleinen Kind da. Ja. Ich darf nicht zum Süßigkeiten-Sammeln gehen. Nach Todesschwinges Angriff... Todesschwinge? Habe ich schon Glück, dass die weisen Matronen Nachtigall mich so weit hinauslässt. Wenn ihr für mich loszieht, dann werde ich euch eure gesamten Süßigkeiten gegen welche eintauschen, die ich bereits habe. Alle Gastwirte in den größeren Städten verteilen während der Schlotternächte Süßigkeiten. Sprecht mit ihnen und führt ihnen vor, führt ihnen vor, nach was sie euch fragen. In Eisenfinide verteilt auch ein kleiner Gnom namens Talwasch Süßes. Sobald ihr die Süßigkeiten habt, kommt hierher zu mir zurück. Was? Wir sollen Süßigkeiten sammeln? Ach, wir sind ja eh auf der Reise, Basti, das können wir ruhig mal machen. Pass auf, Balui. Da ist ein Apfel! Da ist ein Apfel, Bottich! Ich will einen Apfel. Okay. Balui hier. Cool. Hier, mit dem hier kann man auch noch reden. Oder. Was ist das für ein. Die sieht komisch aus. Und die macht irgendwas mit einem Kessel. Ja, oh Gott. Red mal. Hallo. Grüße. Ich hoffe, ihr genießt die Schlotternächte. Ach, genug geplaudert. Kommen wir zum geschäftlichen Unterstadt. Sie setzen Hexen und widerwärtige Magie ein, um Angriffe auf unsere Stadt zu führen. Manch einer mag sagen, ignoriert doch die Kindereien der Horde. Ich aber sage, zeigen wir es ihnen. Sprecht mit meiner Schwester Gertrude und sie wird euch dabei helfen, ein paar Stinkbomben auf Unterstadt. Was ist Unterstadt? Was ist los hier? Keine Ahnung, aber wir müssen mit Gertrude reden. Egal, erstmal hier noch, da gibt's noch mehr. Genießt ihr die Schlotternächte. Offenbar hat sich die Horde nach unserem Stinkbombenabwurf auf Unterstadt dazu entschlossen, unsere Stadt auszubombardieren. Die Stinkbomben, die sie benutzen, sind stärker als die, die sie letztes Jahr verwendet haben. Die Kraft der Pinie wird nicht genug sein. Wir brauchen etwas mit mehr Wumms. Benutzt die Arkane Reinigungsmittel, um die Stinkbomben aus der Stadt zu beseitigen. Okay. Das waren diese Dinger, die da überall waren. Ja, noch mehr, Balui. Wisst ihr, ich habe Ansons noch gar nicht hier draußen gesehen. In letzter Zeit verbringt er seine ganze Zeit damit, in der güldenen Rose volllaufen zu lassen. Das kenne ich. Etwas muss ihm wirklich an die Nieren gehen. Würdet ihr vielleicht mal nach ihm sehen? Komm, ja. Balui, mach. Warte, hier, Gertrude will was noch von uns. Gertrude? Ja. Ach, die will mit uns nach Unterstadt fliegen. Sollen wir das machen? Ja, ich denke, das können wir mal machen, oder? Okay, na los. Und auf. Auf ne... Das ist ein Bild. Nein, Balui. Das passt nicht. Mein Hintern. Das tut aber weh. Wow. Balui, wo sind wir hier gelandet? Ich weiß nicht. Irgendwo im Nirgendwo. Ich bin irgendwie... Es kommt mir so vor, als wäre ich unter der Erde. Wo sind wir reingeflogen? Was ist das für eine Magie? Bei mir ist... Es schweben überall Kürbisse, Balui. Ja, das war bei mir auch so. Jetzt siehst du, wir sind in einem Gang. Ja, einfach überall Stinkbomben hinwerfen, Basti. Okay, da kann man nichts falsch machen. Hilfe! Ich habe eine ganze Zeit lang nichts gesehen, Balui. Nee, das war ganz... Ich glaube, diese Magie, die ist sehr aggressiv gewesen. Haha, nimm das. Was ist das für ein Vieh? Stimmt, das lebt ja gar nicht, oder? Oder doch? Was ist es? Wo sind wir hier? Oh Mann. Die sind aber gefährlich. Was machen wir? Ich will auch wieder zurück. Hexe, würdest du mich zurückbringen? Nein, Balui. Wir müssen 25 abwerfen. Oh. Da werde ich ja nie mit fertig. Oh mein Gott. Aber was ist das hier für eine Stadt? Wenn wir zur Unterstadt, Horde Unterstadt, haben sie gesagt. Ja, von der Horde. Wenn wir uns denen angeschlossen hätten, wären wir dann hier gelandet. Ist hier vielleicht Balui? Irgendwo Aisa? Nein, Feuerpforte. Also, ich muss sagen, mittlerweile bin ich froh, dass wir zur Allianz gegangen sind, weil diese Stadt hier, die gefällt mir überhaupt nicht. Nein, was sind das überhaupt für Kreaturen, die hier rumrennen? Sie ist total gruselig. Unterstadt. Oh, alleine, wer seine Stadt Unterstadt nennt. Ja, irgendwie voll der Untermensch. Ich brauche noch zwei. So. Ich brauche noch ein bisschen.
Ich muss näher heran. Ich brauche noch 5. Ah, ich bin fertig. Ich nicht. Sag mir, wenn du bereit bist, dann sage ich ihr, der Hexe soll mich zurückbringen. Ja, ja, ich muss noch. Moment. Wow. Wupp. Und wupp. Und nochmal hier, hopp. So, okay, Balui. Bitte bring mich zurück. Wir können nach Hause. Los. Wir sind... Ach, wir sind wieder hier. Dann können wir bitte landen? Oh, ja, ja, ja. Balui, wir sind hier irgendwie... Huch, war das komisch. Wow. Ich rede nochmal hier mit ihr und sage, dass wir es erledigt haben. Boah, ist mir schlecht. Hallo. Das wird diesen närrischen Schrapnellen zeigen, wer hier der Stärkste ist. Nehmt diese Dinger und belohnt euch mit etwas Schönem. Oh. Auf dann. Aber was soll ich damit? Kann ich die essen? Nein, die sind gar nicht da. Das sind... Was soll ich denn damit? Hallo, guten Tag. Kann man die irgendwie... Da, kann man... Balui, die hier. Die wollen... Ach, die wollen... Ach, guck dir das an. Du kannst hier... Man kann hier was kaufen? Zeug kaufen, aber dafür brauchst du diese blöden Marken. Diese, nicht Marken, das sind ja diese... Diese Süßigkeiten. Ja. Oh, das ist aber teuer alles. Kommt bald zurück. Unterliegt. Es gibt keine Zweifel. Die Gerechtigkeit zieht. Wer labert denn da so einen Blödsinn? Oh, guck mal, hier gibt es Haustiere. Oh, süß. Basti, was zum... Oh, nein. Was hast du mit mir gemacht? Basti. Ich hab dich verwandelt. Aber... Nein! Ich liebe die Schlotternächte. Balui, das ist der Wahnsinn. Nein, das ist nicht lustig. Du bist ein Schleimi. Und du bist ein Arsch. Verzieh dich. Balui, rede doch mal als Schleim hier noch mit der hier. Blub. Ich kann nur noch blubbern, du Blödmann. Oh Mann. Blub, blub. Wie konntest du mir das antun? Du bist echt kein Freund. Doch! Nein, rede doch nein. Mit mir! Mit welcher? Mit der hier! Ja, warte. Also, seid gegrüßt, Magier! Während wir versuchen, uns an der Weidenmann-Zeremonie zu erfreuen, ist es nicht verwunderlich, dass die Horde versucht, unsere Feierlichkeiten zu ruinieren. Die schlauste Lösung wäre es wohl, einfach darüber zu stehen und diese Angriffe zu ignorieren. Ich bewundere diejenigen, die das schaffen, doch ich kann nicht helfen. Ich kann ihnen nicht helfen, doch diejenigen, die zurückschlagen möchten, denen kann ich helfen. Falls ihr Interesse habt, Magier, nehmt dieses Löschmittel und setzt es gegen den Weidenmann der Horde in den Ruinen von Lordaeron ein. Aber... Was? Okay, machen wir. Ja, aber wie kommen wir da hin? Ich frag sie mal. Vielleicht kann die uns weiter. Was kann ich für euch tun? Nee. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, Balui. Scheint ein weiter Weg zu sein. Ja, ja, bestimmt. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich kenne mich hier auch nicht aus. Wie kommen Basti? Wir nach Lordaeron? So verdient. Das hast du so verdient. Komm mir nicht zu nah. Hallo, ich bin. Ich kann fliegen. Das finde ich toll. Das ist Spaß. Ich bin ein ekliger Schleim und ich hasse dich dafür. Und ich bin eine Fledermaus, Balui. Du bist nicht nett. Das ist toll. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt nach Lordaeron? Ich weiß nicht mal, was ein Lordaeron ist. Basti, sollen wir vielleicht zum Waisenhaus gehen oder wollen wir hier erst in der Stadt aufräumen?
Warte, der hat uns auch was gegeben. Wow, hey. Das hat er also vorhin damit gemacht. Cool. Stimmt. Hey, nicht du alles alleine. Nein, ich will auch. Wow. Zählt das nicht für dich mit? Weiß nicht. Hui, guck mal, mein Gesicht leuchtet oder so. Hui. Hui. Wir sind voll cool, Baloo. Nein, ich fühle mich nicht cool, ich fühle mich schleimig. Das macht so Spaß. Ich weiß nicht, was einem Spaß daran macht, wie ein Haufen Schleim durch die Gegend zu schleimen. Naja, also ich bin hübscher. Das ist toll. Und ich fühle mich angeschleimt. Meins. So, wollen wir uns vielleicht kurz ausruhen, bevor wir weitermachen, Baloo? Ja, würdest du mich bitte zurückverwandeln, Basti? Okay. Wie zauber ich zurück? Abracadabra, Simsalabim, du bist kein Schleim mehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Da verzaubert du mich doch zurück, los. Nee, ich jetzt. Hier ist eine Kneipe, komm, wir gehen in die Kneipe. Sag einen Zauberspruch, los. Sesam, öffne dich. Huch! Dein Ernst? Bei dir? Baloo. Ich hasse dich noch mehr. Oh, guck mal hier. Hier ist ein Riesentopf mit Süßigkeiten. Lass uns dann nachher drum kümmern. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Hier ist Ernst, Hesting. Wir reden nachher.